Gehen wir an die Börse und schauen uns die Aktienarten an. Jetzt Achtung. Aktienarten werden nach zwei Kriterien unterschieden. Einmal nach der Übertragbarkeit und dann gleich auf der nächsten Seite nach den verbrieften Rechten. Achtung, dass man hier nicht durcheinander kommt. Das passiert relativ häufig. Markern Sie sich ruhig das mit der Übertragbarkeit. Nach der Übertragbarkeit unterscheiden wir nun in Inhaberaktien und Namensaktien. Na ja, nehmen Sie einen Schreiber, ist doch egal, muss ja kein Marker sein. Irgendwie sich klar machen, dass es nach Übertragbarkeit geht. Inhaberaktien, Namensaktien. Das ist gleichzeitig der Kerngedanke. Es gibt Lehrbücher, die hier aufhören, also nur Strukturzahl 2 hier haben. Ich mache noch eine dritte Rubrik auf und sage Inhaberaktien, Namensaktien und vinkulierte Namensaktien. Vinkuliert. V-I-N-K. Kuliert. Vinkulierte Namensaktien. Sind auch Namensaktien. Eine besondere Form der Namensaktien. Also, es gibt auch Leute, die sagen, nach Übertragbarkeit unterscheiden wir Inhaberaktien und Namensaktien. So, was ist das? Was ist der Unterschied zwischen Inhaberaktien und Namensaktien? Schauen wir uns das auf der. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.